Hallo liebe Pfeifen-Community. Wenn es mal nicht so recht weitergeht, egal in welcher Lebenslage, dann braucht man entweder ein Ass oder einen Joker. DTM hat in seiner Serienreihe einen Tabak, den sie genannt haben, Jolly Joker. Ein black-goldene Mixture mit samt weichem Black Cavendish, rötlich-goldenen Virginian, etwas Burley, veredelt mit einem delikaten Aroma von Marzipan, Nüssen und einem Hauch Vanille. Dieser Tabak macht mich schon, seit ich Pfeife rauche, neugierig. Hier auf YouTube ist dieser Tabak in der deutschsprachigen Community eigentlich noch gar nicht so besprochen worden. Es gibt zwar ein Review im Yogi Warenblog, aber eigentlich kein Review mit Bild, und auch in der amerikanischen Community habe ich noch nichts gefunden. Wie gesagt, der Name und das Bild auf der Dose haben mich echt neugierig gemacht. Neugierig gemacht auf den Tabak, mit dem alles möglich ist. Zumindest laut Beschreibung und laut Bild. Ja, Jolly Joker. Ich habe unseren Helmut beauftragt, wenn er sowieso bei Dunpipe ist, mir doch eine kleine Probe zu besorgen. Und Michael Apitz war so nett und hat mir diese kleine Probe abgefüllt. Vielen Dank hierfür. Aber als ich den Tabak jetzt bekommen habe per Post und mir meine Frau die Post auf meinen Schreibtisch gelegt hat, bin ich schier wahnsinnig geworden, weil ich gedacht habe, da liegt nur Post. Was riecht hier so intensiv? Ich die ganze Wohnung durchgeguckt und dachte nur so, nee. Also öffnete ich den Brief vom Helmut. Und was dann zum Vorschein kam, war dieses unscheinbare Päckchen. Aber mit einem Geruch. Hoi, hoi, hoi. Da dachte ich erst so, will ich mir das echt in die Pfeife stopfen? Aber schaut euch mal das ansprechende Tabaksbild hier an. Und dann diese DTM-Qualität des Tabaks. Einsame Spitze. Aber ich muss sagen, dieser Tabak ist in meinen Augen nur was für echte Aromatenfans. Weil ein naturbelassener Freak wird mit diesem Tabak nicht glücklich. Der Rauch ist weich, umschmeichelt den Gaumen, aber in meinen Augen halt eine echte Aromatenbombe. Ich bin eigentlich nicht der große Marzipan-Fan, aber in Kombination mit den Nüssen könnte ich mir echt überlegen, ob ich mir diesen Tabak
vielleicht nicht hole. Ich werde auf jeden Fall die Probe noch ein bisschen rauchen. Und wollte euch einfach an meiner kleinen Verkostung teilhaben lassen. Bis dahin, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.